Ja, falls du noch auf der Suche nach der Lösung bei Fibromyalgie ist, dann dürfte dieses Video interessant für dich sein. Zuerst möchte ich kurz von mir erzählen. Mir ging es mit Fibromyalgie schon mal so richtig schlecht. Also wirklich, es war schlimm. Selbst Kleinigkeiten wie sich morgens im Bad fertig machen oder anziehen, dann anschließend auch noch oder vielleicht im Laufe des Tages dann irgendwann Staubsaugen oder eine Spülmaschine ausräumen. All das war enorm anstrengend und das ging einfach nur an guten Tagen. Und es machte überall Schmerzen und führte auch zu totaler Erschöpfung. Also ich war komplett am Ende. Und dazu gab es eine ganze Reihe weiterer Symptome. Ich konnte keine 200 Meter mehr gehen, ich konnte nicht schlafen, ich hatte Krämpfe. Vieles, vieles mehr kam dazu. Also das war wirklich schlimm. Und das Ganze hatte ich nicht nur für ein paar Wochen oder Monate, sondern eher Jahre. All das ist inzwischen Vergangenheit, ist mehr als 10 Jahre her und es geht mir heute deutlich besser als damals. Ich bin zwar nicht beschwerdefrei, ich habe immer noch Fibromyalgie, aber ich schlafe 6 bis 7 Stunden, meinem Bauch geht's gut, ich habe keine präsenten Dauerschmerzen mehr, ich habe nur noch selten Kopfschmerzen, ich bin auch nur noch selten krank, ich habe ausreichend Energie für den ganzen Tag, kann sowas wie hier machen und vieles anderes. Ich werde gleich auch noch genauer darauf eingehen, wie ich das eigentlich geschafft habe. Ich möchte aber erst noch was loswerden. Ich glaube, dass das dir helfen kann. Ich habe in diesen 10 Jahren natürlich vieles ausprobiert. Und dabei sind mir ein paar Dinge auch klar geworden. Dinge, die wichtig sind, um voranzukommen, um Symptome wenigstens zu lindern oder auch, wenn es ganz gut läuft, komplett loszuwerden. Und von diesen Dingen möchte ich dir nun erzählen. Und im Anschluss gehe ich dann genauer darauf ein, was mich und schon viele andere dann eben auch ein bisschen vorangebracht hat. Bleib also auf jeden Fall dran. Ich gehe nachher noch darauf ein, wie ich aus diesem Dilemma rausgekommen bin. Ich möchte jetzt erstmal mit der Schulmedizin anfangen. Irgendwann habe ich nämlich begriffen, dass die Ärzte mir nicht wirklich helfen können. Es hat zwar lange gedauert, aber irgendwann habe ich es kapiert, die können nicht. Die können nichts machen. Denn die handeln ja im Rahmen ihrer vorgegebenen Möglichkeiten. Die stecken ja auch in so einem Korsett drin. Und da passt die Fibromyalgie irgendwie nicht richtig rein. Der Arzt kann letztendlich aber auch nichts dafür, dass man die Fibromyalgie, also dass man die Ursache der Fibromyalgie nicht kennt. Und ja, und wenn man die Ursache nicht kennt, dann hat man als Arzt natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten. Da geht es dann ja nur um Symptomlinderung, nicht um Ursachenbekämpfung. Und Symptomlinderung bedeutet natürlich Medikamente. Oft bedeuten Medikamente aber auch neue Symptome, Nebenwirkungen oder sogar Abhängigkeit. Und oft bedeuten Medikamente auch, dass sie nicht dauerhaft wirksam sind. Das ist auch ein großes Problem, was viele haben, dass sie dann immer mehr steigern müssen und man dann auch irgendwann in einen problematischen Bereich kommt. Also da muss aber auch jeder schauen, wie weit er diesen Weg gehen will und wie viel Nutzen das für ihn hat. Manche profitieren ja durchaus von bestimmten Medikamenten. Ich habe allerdings irgendwann für mich entschieden, dass das nicht mein Weg ist, dass das mich nicht so weiterbringt, wie es mir vorstelle, sondern mir eher schadet. Ich habe da ja auch ein bisschen rumprobiert. Und ja, deshalb, das ist nie mein Weg geworden. Aber das, wie gesagt, muss jeder so für sich halten, wie er das für richtig hält. Ich möchte ganz ausdrücklich nicht gegen ärztliche Anweisungen sprechen, das ist ganz klar. Und darum geht es hier auch nicht. Der Punkt soll einfach nur sein, das ist sozusagen meine erste Message, die ich hier an dich habe, hab nicht die Erwartung, dass die Schulmedizin dich ja nach jetzigem Stand heilen kann oder wesentlich helfen kann. Das funktioniert meist nicht. Das ist auch die Rückmeldung, die ich eben häufig kriege von vielen anderen. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt, wenn einem das klar wird, dass man da nur begrenzte Möglichkeiten hat. Auch wenn das natürlich eine bittere Pille ist. Man ist froh, endlich eine Diagnose zu haben und dann stellt man irgendwann fest, da komme ich auch nicht richtig weiter. Vielleicht bringen Antidepressiva und Co. dich ein bisschen voran, das ist ja dann gut, aber die Fibromyalgie, die wird davon nicht weggehen. Und viele andere haben diese Erfahrung ja bereits gemacht. Oft sind dabei Jahre vergangen und die damit Erfahrung haben, die das erlebt haben, die können ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, für die anderen, wie das denn bei ihnen war. Ja, wenn einem jetzt der Arzt nicht weiterhelfen kann, wer dann? Ne? Und da war dann bei mir die nächste Erkenntnis, auch sozusagen meine nächste Message. Mir wurde irgendwann klar, ich muss die Verantwortung für mich übernehmen. Ich muss das Ruder selbst in die Hand nehmen. Ich muss mich kümmern. Auch wenn ich von Tuten und Blasen eigentlich gar keine Ahnung habe und eigentlich total überfordert bin natürlich auch mit dieser Erkrankung, ich muss das selbst regeln.
Ich habe dann in alle Richtungen ausprobiert. Ich bin in den 10 Jahren ja auch immer viel im Austausch mit anderen Betroffenen gewesen. Und natürlich, es gibt auch Dinge, die ich nicht ausprobiert habe. Aber ich habe einiges ausprobiert. Und ich habe später dann auch ein paar Ausbildungen gemacht im Gesundheits- und Ernährungsbereich. Und vielleicht sind meine Erfahrungen, die ich im Laufe dieser ganzen Jahre gesammelt habe, vielleicht sind die ja Nutzen für dich. Dann würde dieses Video seinen Zweck erfüllen. Dann wäre das erreicht, was ich erreichen wollte. Denn das ist ja das, was ich möchte. Ja, was ist meine Erfahrung? Und das ist auch wieder eine wichtige Erkenntnis. Meine Erfahrung ist, es gibt nicht die eine Lösung bei Fibromyalgie und es gibt erst recht nicht eine Lösung für alle, die gleich ist. Jedenfalls ist das so in den allermeisten Fällen, würde ich sagen. Und für diese Erkenntnis, dass man wirklich nicht jetzt nach der Nadel im Heuhaufen, man findet die Nadel im Heuhaufen nicht bei Fibromyalgie, da habe ich auch viele Jahre gebraucht, um das rauszufinden. Und das kannst du vielleicht abkürzen, du kannst vielleicht davon profitieren. Und ich kann dir das vielleicht am besten deutlich machen an diesem Bild hier. Das blende ich jetzt mal ein. Das ist mein Gesundheitstisch. Stell dir mal deine Gesundheit als einen Tisch vor, mit mehreren Standbeinen, und deine Gesundheit hat so einen richtig festen Stand, der Tisch steht richtig fest. Wenn nun aber ein Bein wackelt, dann wackelt auch deine Gesundheit, und wenn mehrere Beine wackeln, dann bröckelt sie so richtig. Und es kann passieren natürlich, wenn jetzt Beine sogar brechen, dass dann auch der ganze Tisch zusammenbricht, also dann eben deine Gesundheit. Und es gibt einfach viele Dinge, die Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Die habe ich mal oben auf die Tischplatte gepackt. Da gibt es natürlich noch mehr. Das ist also nicht vollständig. Und es gibt zusätzlich auch Dinge, die habe ich hauptsächlich unten raufgesetzt. Mit denen haben wir Einfluss. Mit denen können wir Einfluss nehmen auf unsere Gesundheit. Also ich sage mal, jetzt oben steht die Genetik. Da können wir nicht viel machen. Es gibt natürlich einige Dinge, die wir schon auch von oben, von den oberen Dingen regeln können. Aber es ist uns bisher vielleicht noch nicht so richtig bewusst gewesen. Da muss man jetzt schauen, da muss man herausfinden, welche Stellschrauben für einen selbst am besten passen. Und dabei möchte ich dir jetzt ein bisschen behilflich sein, das alles natürlich zusätzlich und ergänzend zur schulmedizinischen Therapie, das ist klar. Es gibt ein paar Punkte, die ich bei Fibromyalgie besonders wichtig finde oder wo ich sage, damit würde ich anfangen. Einfach aufgrund meiner Erfahrung, aus dem Austausch mit anderen Betroffenen in den vergangenen 10 Jahren und auch als Coach natürlich und natürlich auch aus eigener Erfahrung, das ist klar. Diese Themen kommen also entweder häufiger bei Fibromyalgikern vor oder sie haben schon vielen Betroffenen weitergeholfen. Und deshalb ist mein erster Rat, schau dir deinen Vitamin-D-Spiegel an. Vielleicht hast du das bereits abgehakt und sagst, habe ich bereits gemacht, da habe ich mich schon mal drum gekümmert. Hör aber bitte trotzdem weiter zu, denn ein Vitamin-D-Mangel ist weit verbreitet und kann ähnliche Symptome wie Fibromyalgie machen. Und selbst wenn du dich schon drum gekümmert hast, dann reicht das möglicherweise nicht aus, denn dein Vitamin-D-Spiegel bleibt nicht automatisch gut, nur weil du ihn schon mal aufgefüllt hast. Ne? Du musst dich weiter darum kümmern, immer, jederzeit, auch im Sommer. Wenn du da nicht am Ball bleibst, dann fällt er wieder ab. Genauer gehe ich in diesem Video darauf ein. Schau dir das unbedingt an, wenn du denkst, das könnte ein Thema für dich sein. Und wenn du vor allem, wenn du dich mit Vitamin D in diesem Zusammenhang bisher noch nicht beschäftigt hast, da gehe ich auf alles ein, auch auf die Symptome. Also es gibt natürlich noch viele Symptome auch, die dazu passen und wie du am besten vorgehen kannst. Ein weiterer Punkt, der enorm wichtig ist bei Fibromyalgie, ist die Ernährung. Das erzählt dir aber kein Arzt und Ärzte sind in diesem Bereich auch nicht sonderlich ausgebildet. Aber viele Betroffene und auch ich haben damit einen richtig guten Hebel bezüglich der Symptome. Das ist sicherlich nicht bei jedem so, aber es ist bei Vitamin D auch nicht bei jedem so. Also, aber es gibt viele, bei denen ja, Maßnahmen Einfluss auf Symptome haben und dann muss man auch wieder für sich rausfinden, was muss ich machen und wie muss ich das machen. Manche Betroffene profitieren sehr von einer Ernährungsumstellung. Mir fällt da gerade Aggie ein, die war mal bei mir im Gruppencoaching und die war so nett und hat mir mal ein Feedback gegeben. Und da hat sie geschrieben, seitdem ich die Ernährungsumstellung mache, geht es mir körperlich und seelisch wesentlich besser. Ich bin nicht mehr so schnell gereizt und kann mich besser konzentrieren. Meine Symptome, die ich vorher hatte, zum Beispiel Herzrasen, Verdauungsprobleme, Stimmungsschwankungen, Migräne und so weiter, sind weit weniger geworden. Oder sie sind ganz weg. Ich habe seitdem auch viel mehr Energie und Motivation. Dadurch sind auch die Schübe der Fibromyalgie kleiner geworden.
Ja, wenn du Aggies vollständigen Bericht lesen möchtest, dann schau einfach mal auf meiner Webseite. Da sind auch noch andere Berichte. Ja, dieses Thema mit der Ernährung ist sehr umfangreich. Wenn du da mal in die Richtung gehen willst und Hilfe suchst und Tipps brauchst, dann schau mal in dieses Video rein. Da gehe ich auf all diese Zusammenhänge ein, gebe auch ein paar Tipps ab. So, nun haben wir schon mal zwei wichtige Punkte angesprochen. Jetzt möchte ich noch einen weiteren Punkt nennen, der schon vielen Betroffenen weitergeholfen hat. Und das ist die Guaifenesin-Therapie. Für alle, die das noch nie gehört haben, dabei handelt es sich um eine alternative Behandlungsmethode für Fibromyalgie mit einem Wirkstoff, nämlich mit dem Wirkstoff Guaifenesin. Schau mal in dieses Video rein. Das habe ich kürzlich erst veröffentlicht. Und da geht es um die Guaifenesin-Therapie. Da gehe ich ein bisschen genauer darauf ein. Ja, die Therapie ist ja schulmedizinisch nicht anerkannt. Und du wirst auch kaum Ärzte finden, die das begleiten. So ist es so, dass die meisten Betroffenen diese Therapie in Eigenregie anwenden. Übrigens, weltweit wird diese Therapie angewandt. Das ist also nicht irgendwie ein deutsches Ding oder so. Und der Gründer der Therapie, Dr. Zhang Amang, ist selbst betroffen, ist inzwischen pensioniert, ist ein Arzt aus Kalifornien. Und der hat diese Therapie jahrzehntelang bei seinen Patienten angewandt. Ich selbst nehme Guaifenesin schon mehr als 10 Jahre ein und es hilft mir sehr mit den Schmerzen und auch mit anderen Symptomen. Worum es bei dieser Therapie genau geht, was das Guaifenesin macht und worauf man achten muss, das erzähle ich in diesem Video. Das alles, also Vitamin D, Ernährung und Guaifenesin, das sind aus meiner Sicht, also aus meiner Sicht ist es halt so, das sind aus meiner Sicht die grundlegenden Maßnahmen bei Fibromyalgie. Und darüber hinaus gibt es aber noch vieles, was man darüber machen kann. Also jetzt im Hinterkopf wieder meinen Gesundheitstisch haben und einfach auch Dinge, die man auch wirklich machen sollte. Auf viele Punkte gehe ich natürlich auch in meinem Coaching ein und mein Schwerpunkt liegt einfach bei der Ernährung, das ist ganz klar. Wenn du herausfinden möchtest, ob ich dir helfen kann, dann lass uns gern mal ein kurzes, unverbindliches und natürlich auch kostenloses Vorgespräch am Telefon führen. Da können wir rausfinden, welche Bereiche für dich nützlich sein können, ob wir überhaupt zusammenpassen und all sowas. Ich habe in der Vergangenheit in meinen Videos schon oft Selbsthilfetipps genannt, zum Beispiel auch in diesem Zweiteiler hier. Schau da unbedingt auch in den zweiten Teil rein, da findest du auch noch wichtige Hinweise. Das alles kann dir auch noch etwas weiterhelfen. Ja, und schalte nächste Woche wieder ein, damit ich hier nicht alleine sitze. Mach's gut.